insbesondere wenn visuelle Kommunikation und künstliche Intelligenz zusammentreffen oder in unserem ganz konkreten Projekt, wenn also Studentinnen der visuellen Kommunikation treffen auf Studentinnen des Software Engineerings, da passieren auf verschiedenen Ebenen Dinge. Das eine ist eine fachlich-inhaltliche. Also unsere Idee war, dass die Studentinnen viel mehr an Reflexionsvermögen oder auch an Kreativität entwickeln, wenn sie interdisziplinär zusammenarbeiten. Auch weil ja, Studentinnen der visuellen Kommunikation ganz andere Arten von Frage stellen oder auf ganz andere Ideen kommen, als es unsere Studentinnen kommen und sich damit aber einer Materie viel tiefer am Ende nähern können, als jemand, der meint, die Antworten aus einer technischen Sicht beispielsweise schon zu wissen. Also auf einer fachlich-inhaltlichen Ebene glaube ich, dass man durch ein solches Projekt tiefer nachdenken kann, dass man viel weiter im Denken kommt und auf eine ganz andere Art über etwas nachdenkt. Es gibt aber noch andere Dinge, die besonders sind. In meinen Augen ist es die Art und Weise, wie zusammengearbeitet wird. Ja, also wie unsere Technikerinnen, das darf man sich vielleicht sogar so ein bisschen klischeehaft vorstellen, ja, also auch die sehr offenen, sehr kommunikationsfreudigen, total engagierten Studentinnen der visuellen Kommunikation treffen. Ja, und da haben wir ganz viel in alle Richtungen erlebt, also langes Durchhaltevermögen, schnelles Hinwerfen. Und am Ende war ich ziemlich stolz auf einen meiner Studenten, der also als zwei Studentinnen aus Pforzheim doch schon sehr nervös worden sagt, pass auf, wir ziehen das jetzt durch. Und dann haben sie das gemacht. Oh, und das ist schon etwas, was man sonst in studentischen Projekten doch selten sieht. Ich bin, also um die Frage zu beantworten, wie kann man KI kompetent werden oder wie schaffen wir es eigentlich, dass Lehrende auf eine richtige Art und Weise die richtigen Inhalte über KI lehren, glaube ich, gibt es Millionen von verschiedenen Antworten, die man geben kann. Weil ja auch die Anwendungsfälle so vielfältig sind, weil die individuellen Hintergründe ganz unterschiedlich sind, die Erfahrungen, die manche eben mit dieser Technologie gemacht haben oder mit jener Lehrmethode gemacht haben oder mit dieser. Also es wird da keine geschlossene Antwort geben. Deswegen übrigens auch das Projekt, was wir gemacht haben, weil es ein Experiment ist, das man zeigen kann, wie man es auch machen kann und vielleicht eher ungewöhnlich, also nicht auf diese Art und Weise. Wir geben eine Vorlesung, in der wir eine Theorie vermitteln und dann machen wir so ein paar Übungsaufgaben und vertiefen das, sondern eben weiter. Und das ist tatsächlich auch mein Ansatz. Also mein Ansatz ist im Augenblick eher der experimentelle, also ganz viele verschiedene Lehrmethoden ausprobieren. Das kann als Kombination aus Service Learning sein, also wie kann man KI vielleicht einsetzen, um gesellschaftlich relevante Lösungen zu produzieren. Das können auch ganz andere Lehrmethoden sein, aber immer sich so eher ein wenig herantasten. Und vielleicht fragst du mich in 2 Jahren und ich habe eine geschlossene Antwort, aber im Augenblick habe ich die nicht. Wir nutzen, das kann ich zu uns sagen, tatsächlich sehr viele Online-Ressourcen und wir nutzen eben sehr viel auch technologisches Ausprobieren, also viel Sandkasten. Das habe ich heute früh witzigerweise tatsächlich natürlich schon mal eine KI selber gefragt und nur eine sehr allgemeine Antwort bekommen. Also nochmal auf deine Frage zu antworten, wie kann ich KI sinnvoll in der Lehre einsetzen, weiß auch KI offenkundig keine tief fundierte Antwort. Also ich kann versuchen, das nochmal zu wiederholen. Das war dann, das ging in diese Richtung, naja, wir können individualisierte und personalisierte Lernumgebungen oder auch Lernergebnisse bereitstellen. Wir können Lernanalysen haben, wir können also Chatbots nutzen. Also es war eine große Aufzählung aus verschiedenen Dingen, die gehen. Ich persönlich fand die tatsächlich deswegen enttäuschend, weil es nur eine Übersetzung dessen war, was es ohnehin schon gab, in eine technologische Unterstützung, die dadurch vielleicht besser wird. Also, wenn ich sage, naja, es kann jetzt ein Learning Analytics geben,
dann habe ich das natürlich früher auch schon gemacht. Also ich habe früher auch natürlich die Studentinnen oder die Lernergebnisse in irgendeiner Form analysiert. Nur kann ich das jetzt vielleicht auf einer anderen Datenbasis und mit anderen Mitteln. Aber die Art und Weise ist sozusagen noch dieselbe. Das scheint mir zu wenig zu sein, wenn man darüber nachdenkt, was kann KI am Ende tatsächlich tun. Ich persönlich denke, man kann viel stärker noch darüber nachdenken, wie ändern sich die Inhalte dessen, was wir lernen müssen. Und nicht da redet man jetzt vielleicht auch über solche neuen Ausbildungszweige des Prompt Engineerings oder Ähnliches. Ne? Und in welcher Art und Weise verändern sich die Lehrmethoden? Da gibt es wahrscheinlich noch viele andere Dinge, die man sich angucken müsste. Und darauf weiß ich tatsächlich auch wieder keine geschlossene Antwort, sondern da glaube ich, dass wir uns da jetzt die nächsten Jahre einfach ranrobben. Jetzt kann man riesige Zukunftsszenarien aufziehen, wie denn so eine KI-gestützte Hochschulbildung aussieht. Man kann die grundsätzliche Frage stellen, ob es überhaupt eine KI-gestützte Hochschulbildung oder irgendeine Form von Hochschulbildung noch geben muss, wenn es denn eigentlich eine KI gibt. Also für mich sieht das ganz, ganz anders aus. Und was glaube ich, wie könnte sowas aussehen? Ich habe ganz viele Ideen im Kopf. Und das reicht von einem Brain-Computer-Interface gesteuerten Ideen, also aus der Idee von, wir brauchen tatsächlich keine Bildung in dem Sinne mehr, als dass wir selber repetitiv lernen, unser Gehirn trainieren müssen, weil es von anderer Seite in irgendeiner Form trainiert wird. Und da kann man alle möglichen Utopien, und manche würden es Dystopien nennen, aufziehen. Bis vielleicht etwas weiter davor und nicht ganz so stark, sagen wir mal, in die Zukunft denkend ausgezogen. Und da stelle ich mir gar nicht so sehr die Inhalte vor, sondern da stelle ich mir tatsächlich vor, dass wir viel stärker über methodisches Lernen nachdenken und nicht über das Bereitstellen von Inhalt zu KI. Also mir eher darüber nachdenken, wie lehren wir. Und da sehen wir jetzt Ansätze. Wir haben gerade über Learning Analytics geredet. Wir haben im Vortrag von Werner gerade gehört, wie denn sowas wie KI-gesteuerte Tutorien aussehen. Und sowas ist sicherlich eine Zwischenzukunftslösung, die ich für sehr plausibel halte. Also erstmal finde ich es total gut, dass das University Future Festival auch in Heilbronn stattgefunden hat, weil es doch heißt, dass wir mit unseren Studenten einfach mal herkommen können und so niederschwellig guckt mal da und nehmt was mit und redet mal mit den Leuten machen können. Was ich feststelle, ist erstaunlicherweise, wie schwer es uns noch fällt, so hybride Dinge in Einklang zu bringen. Und es beruhigt mich ein bisschen selber, weil ich von meinen hybriden Vorlesungen auch immer noch nicht so richtig überzeugt bin. Dachte ich, okay, die es mit ordentlicher Technik machen, haben ähnliche Schwierigkeiten wie wir. Also zwei unterschiedliche Publikumssituationen zu überzeugen und mitzunehmen und auf diese einzugehen, ist eben einfach doppelte Arbeit und wahrscheinlich sogar noch viel mehr. Und das war eine Frage, die ich mir tatsächlich gestellt habe. Wie kriegen wir das hin? Weil das ist eine Situation, die wird sicherlich in Zukunft ganz häufig passieren. Und ansonsten war es gut, dass es hier war.